Moin Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer etwas verspäteten Ausgabe der Clash News. Warum sie etwas zu spät kam, das erfahrt ihr in diesem Video. Die meisten von euch werden es eh schon wissen. Außerdem haben wir eine Menge zu besprechen. Es ist nämlich die erste komplette Woche nach dem Update um. Da hat sich viel getan in Clash Mini, was auch super viel Spaß gemacht hat. Wenn euch mein Content gefällt und ihr nichts mehr rund ums Thema Clash Mini verpassen wollt, dann lasst mir doch gerne auf euren Abo da. Wir starten ins Video. Let's go! Anfangen möchte ich natürlich direkt mit der Woche nach dem Update. Da ging es ja erstmal darum, die neue Meta rauszufinden. Das war am Anfang vielleicht ein bisschen schwer, mittlerweile wird es jeder rausgefunden haben und man muss sagen, man kann fast jeden Helden spielen. Im Low-Trophy-Bereich kannst du sogar jeden Helden spielen und im High-Trophy-Bereich kannst du immer noch mehr Helden spielen, als du jemals spielen konntest, was ein sehr, sehr positives Zeichen ist. Das bedeutet, dass die Balance relativ fein ist. Letztendlich hast du natürlich immer mal einen Mini, der ein bisschen zu OP ist, aber es kommt diesmal wirklich auf gutes Placement an und es geht nicht mehr um 80% um Luck, wie es letztens noch der Fall war, bevor wir das No-Movement-System hatten. Einige der besten Decks habe ich euch schon letzte Woche in meinen Videos vorgestellt. Ich habe insgesamt schon 3 Deck-Videos hochgeladen, jeweils mit ein paar Decks. Falls ihr also noch ein Deck sucht, die funktionieren alle noch, schaut euch gerne mal meine Videos an. Ich versuche euch immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Auch wenn die Meta sich ab und zu mal ändert, versuche ich dann immer direkt das beste Deck zu finden und euch dann auch hochzuladen. Ich habe viele Leute im Hintergrund, die mir auch helfen und hin und wieder Decks zu schicken. Davon sind dann auch einige gut. Ich habe auch nicht die Zeit, jeden Helden immer zu testen. Also wenn ihr selber mal ein gutes Deck habt, was ihr meint, auf YouTube vorstellen zu wollen, mache ich gerne für euch, schreibt mich gerne an. Falls ihr euch aber selber ein Deck bauen wollt, aber noch nicht so ganz wisst, was denn jetzt stark ist und was nicht stark ist und ihr da vielleicht ein bisschen Hilfe braucht, haben wir letzte Woche auch noch eine Tierlist hochgeladen, wo ich und beziehungsweise meine Community und ich die Meta bewerten, indem wir alle Truppen in eine Tierlist einsortiert haben. Das Video verlinke ich euch mal hier oben, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Man sieht wirklich einen deutlichen Unterschied zur letzten Tierlist. Es ist ganz, ganz viel anders, als es jemals war. Noch nie hatten wir so eine krasse Spanne zwischen guten Minis und sehr schlechten Minis. Das liegt halt daran, dass wirklich fast ausschließlich die gleichen Minis gespielt werden, so die gleichen 15 maximal. Das ist eigentlich nicht so geil, nicht so gut gebalanced. Andersrum, dadurch, dass du jeden Helden spielen kannst, ist es dann auch wieder nicht so schlimm. Du kennst die Decks halt. Es wird irgendwann natürlich auch ein bisschen eintönig, wenn man immer die gleichen Decks sieht. Aber es ist trotzdem besser, als es jemals war. Und diese Probleme werden sich dann irgendwann auch lösen, sobald wir dann irgendwann auch mehr Minis im Spiel haben. Ich hoffe, das passiert ja dann auch mal mit den kommenden Updates. Dann gab es noch eine große Überraschung in Clash Mini. Und zwar ist ein neues Land hinzugefügt worden. Bisher waren es immer Länder, die nicht so viele Einwohner und dementsprechend auch nicht so viele Mobile Gamer hatten. Aber jetzt ist es überraschenderweise ein richtig, richtig, richtig großes Land, zumindest verhältnismäßig zu den anderen Ländern, die jemals hinzugefügt wurden. Und zwar ist es Großbritannien. Ich finde, das merkt man auch wirklich, dass Clash Mini jetzt wieder mehr Spieler hat. Man trifft nicht mehr immer die gleichen, klar im Highlighter-Bereich nochmal ein bisschen mehr, aber gerade die Leute, die nicht im Highlighter-Bereich spielen, die treffen ganz, ganz selten zweimal auf den gleichen Gegner. Das liegt einfach daran, dass mit Großbritannien auch so viele neue Spieler dazugekommen sind. Ich denke, dass die Entwickler von Clash Mini mal testen wollen, wie das Spiel jetzt so auf neue Spieler und auch auf eine Masse von neuen Spielern so wirkt. Da bin ich auf jeden Fall auch auf das Feedback der Entwickler gespannt. Genaue Statistiken werden sie vermutlich wie immer nicht raushauen, aber man merkt ja schon, ob das Land gut ankam oder ob es nicht so gut ankam. Da bin ich mir aber bei Großbritannien eigentlich ziemlich sicher, dass das sehr gut ankommen wird. Dann müssen wir auch noch kurz über das Event reden, was letzte Woche war. Ich konnte es leider gar nicht viel spielen. Warum, sage ich euch gleich noch. Aber ich habe zumindest einen Tag ordentlich gegrindet und euch auch das beste Deck zu dem Event hochgeladen. Es war ja ein super Elixier-Event. Das erste Event, was kein Dwarf-Modus war, wo du nämlich mit deinem normalen Deck gegen normalen Gegner gespielt hast, sprich in der Duel-Form. Die Dwarf-Dwarmbles fand ich, um ehrlich zu sein, immer totale Grütze, deswegen fand ich die alten Events auch nicht gut und habe nie ein Video dazu hochgeladen, weil ich einfach kein Rumble-Spieler bin. Aber dieses Duel-Event, das hat echt mega viel Spaß gemacht. Ich konnte es, wie gesagt, leider nur einen Tag spielen, aber der Tag hat richtig Laune gemacht. Du kamst im Pass gut voran und wenn du ein vernünftiges Deck hattest, dann hast du auch geil gewonnen. Das hat echt mehr Spaß gemacht noch als Ladder. Ich freue mich schon auf die nächsten Events. Endlich kann ich sagen, die Events sind cool und sie lockern das Spiel ein bisschen auf. Also ich fand es echt cool, den Tag auch mal nicht unbedingt stundenlang Ladder zu grinden, sondern einfach mal was anderes zu tun zu haben. Dass ich wenig Zeit hatte, das Event zu zocken, lag daran, dass ich auf einem Event in Berlin eingeladen war
und das Wochenende dann halt auch direkt ganz in Berlin verbracht habe, weil es hätte keinen Sinn gemacht, 5 Stunden nach Berlin zu fahren, dann kurz 5 Stunden auf dem Event und wieder 5 Stunden zurückzufahren. Das wäre ein bisschen hart gewesen. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich mir mal eine kleine Auszeit und mache ein ganzes Berlin-Wochenende raus. Das Event war leider kein Clash Mini, dafür aber Disney Lorcana, wo ich ja auch schon mega Bock drauf habe. Es war ein offizielles Event von Ravensburger, auf dem nur 100 Leute eingeladen waren. Da wird es auch noch ein Vlog zu geben. Freue ich mich auch schon drauf. Morris ist fleißig am Cutten. Ich denke mal, so Ende der Woche wird er fertig sein. Eventuell so ja, Richtung Donnerstag hin, denke ich. Werde ich euch auf jeden Fall wissen lassen. Das wird richtig, richtig geil. Was aber auch geil war, war der Rest, den ich in Berlin gemacht habe. Unter anderem habe ich nämlich Malio getroffen, unseren Discord-Mod. Und er hat mir noch ein kleines Geschenk überreicht, wo ich sehr überrascht war. Aber es hat mich auch mega gefreut. Und das, meine Freunde, war das Geschenk. Ihr wisst ja, dass ich in meinem Gaming-Zimmer schon sehr viele von diesen Clash-Figuren stehen habe. Und Malio hat mir einfach eine Clash-Figur vom Riesen geschenkt. Digga, die hatte ich einfach noch nicht. Ich weiß gar nicht, wieso Malio den ganzen Stuff hat. Und er hat gesagt, die wird sich gut in meinem Gaming-Zimmer machen. Finde ich mega geil. Riesen, riesen Dank nochmal an Malio. Einfach coole Aktion. Vielen, vielen Dank. Wir packen die Statue bzw. Figur später gemeinsam im Livestream aus. Beziehungsweise, wenn ihr das seht, habe ich sie gestern im Livestream ausgepackt. Ja, ich glaube, die passt ganz gut in meinem Schrank. Mehr gibt es diese Woche dann auch gar nicht zu erzählen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne auch ein Like und einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.